Großvater gesagt hat. Er meinte, das Book of Life hat die Macht, einen in eine selbstgeschriebene Welt zu versetzen. Schreibe deine Träume auf, sie sind wahr. Jetzt wird es mir klarer. Vater muss auch so ein Buch geschrieben haben. Ob ich es berühren darf? Bitte berühren. Aha, okay. Au. Wo bin ich hier? Ich erinnere mich, als ich das Bild und den Buch berührte, da muss ich hineingesogen worden sein. Dieser Ort. Er hat eine gewisse Herrlichkeit mit auf dem. Nee, Ähnlichkeit mit dem auf dem Bild. Ja, da sieht die Story sein. Wo ist nur dieses Buch gelandet? Katora. Okay. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Guck mal, ob irgendwas vielleicht ein bisschen kommen irgendwie oder so. Ein Hase. Kann ich ja mich untersuchen, so wie es aussieht. Nö. Aber ich sperre ihn ein. Kann ich hier irgendwas mitnehmen untersuchen oder so? Sieht irgendwie nicht so aus. Also ich vertraue dem Spiel jetzt nicht mehr. In irgend. Was ist das links oben? Ah, das ist ja. Ach, da soll das Buch da stehen. Buch Katora aufgenommen. Ah, okay. Von damit kann ich wahrscheinlich die Zeit wieder zurück oder so. Mhm. Na gut. Nächste Map. Gucken wir mal hier. An dem Stand komme ich anscheinend nicht vorbei. Warum sagt er nichts dazu? Egal. Ich will mich auch nicht irgendwie jetzt hinschieben. Von daher. Oh, ist das. Nein! Falsch. War eine Truhe. Oder sowas. Eisenschwert aufgenommen. Ich dachte, Katora ist eine friedliche Welt. Da gibt es ja keine Monster oder sowas. Ausrüsten. Ah, hat er damals schon ausgerüstet. Okay. Na gut. So. Ein alter Grabstein. Ich kann nichts mehr lesen, was darauf steht. Ah ja, okay. Was ist das für ein Vieh? Ja. Komische Fliegen, fliegendes Vieh. Sind wir jetzt? Dieser Stein zeigt ein Bild. Dann kann ich jetzt auch mit dem nicht anfangen. Das soll irgendwie ein Blatt oder sowas darstellen. Das ist ein Vogel. Das soll man jetzt mal aufschreiben, glaube ich. Also, ist der Stift da? Also. Ja. Blatt. Grab. Steine. Blatt. Vogel. Und das ist das hier. Das ist was soll das darstellen? Ich schreibe einfach mal Tier auf. Tier, Fragezeichen. Was ist da jetzt? Das ist ein Eichhörnchen auf jeden Fall. Eich. Na, Stift nicht auf. Eich. Hörnchen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht zum Schreiben, weil ich mich erschrieben habe. So. Ja, und das ist eine Schriftrolle. Schrift. Rolle. Ich glaube, diese Gegenstände werde ich wahrscheinlich sammeln müssen, um hier irgendwie weiterzukommen oder sowas. Und das ist eine Feder. Ich schreibe mal eine Feder auf, eine Schreibfeder. So, okay. Ah, boah, ich schwitze jetzt schon wieder. Was soll das? So, warum ist es doch gar nicht mehr hier? Na gut. Was ist das hier? Nichts. Kann ich irgendwie die Blumen oder so untersuchen? Die Büsche, die Steine. Anscheinend hier nichts. Okay, gut. Gut, 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 gut. Also in Adventures bin ich nicht. Was? Warum ist die Truhe wieder zu? Was soll? Wow, was ist das? Was war das eben für ein Vieh?
Seltsam. Na gut, aber ich gehe erstmal Ava-Sirup aufgenommen. Wahrscheinlich ein Heilgegenstand oder so. Ava-Sirup. Beschreibung. Ava-Sirup ist ein starkes Getränk als Avas Blüten und stellt 50 MP wieder her. Achso, okay. Na gut. So, back hier. Ah, das Menü, das nervt ein bisschen, nehme ich, ne? Das ist viel zu umständlich. Okay, was haben wir denn hier? Da kann ich nicht. Omnistein aufgenommen. Was auch immer das darstellen soll. Ja. Na. Omnistein Gegenstände 2. Schade. Ein Zauberarter kehrt nun alle Gegner auf dem Schlachtfeld. Achso. Das merke ich noch niemals, die ganzen Gegenstände hier. Alter Vater. Oh Mann. Also hier rechts unten sind wir. Hier ist eine Höhle. Und da unten liegt mir irgendwas ins Auge. Das ist irgendein Bruchstück. Er scheint von einer Art Tafel oder Steinplatte zu stammen. Ich werde es einstecken. Tafelstück 4 aufgenommen. Naja. Habe ich irgendwas mit dem? Nehmen wir den gar nichts machen. Oh. Ein wunderschöner Hut. Ja. Aurastein aufgenommen. Das macht schon wieder. Ja, auch oh, das nervt ein bisschen, dass der ruhig die normalen Menü nehmen können. Aurastein. Beschreibung. Erhöht den Level eines Zaubers. Aber ich kann doch gar nicht zaubern. Warum gibt ihr mir sowas? Naja, egal. Hier ist irgendwie so ein komische Tür, da will ich auch noch nicht rein. Da ist nichts Interessantes drin. Naja. Ja, wieder ein Hut, ein Kristallhut. Eisenschwert aufgenommen. Warum habe ich zwei verschiedene Schwerter bekommen? Ja, schön, aber ich kann hier nichts drücken oder so. Ah, Mann. Ich krieg die Krise. Und diese laute, viel zu laute Musik, meine Fresse. Und das sind doch Pilze aus Super Mario World. Nicht Super Mario. Super Mario RPG. Jetzt habe ich aussehen auf Menü gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Kann ich hier links irgendwo weiter? Nein. Wow, das spielt ja nicht keine Musik. Gucken wir die Tür an. Die Tür ist verschlossen und trägt ein Symbol. Darunter ist ein Zahlenschloss. Die Tür ist immer noch verschlossen. Ja, das ist immer auch logisch. Weil ich unten keine Ahnung habe, was ich da eingeben soll. Eine dreistellige Zahl habe ich aber bisher noch nicht. Ich habe nur 2. Ich habe nur 2 hier. 5-stellige Zahl. Ja. Und die findet man momentan nicht. Gehen wir mal nach rechts, wo diese komische Kobold-Elfe, was immer das war, der dann geflogen ist. Bin sowieso nur in einer Viertelstunde auf und dann mache ich erstmal Schluss wieder für heute. Das war doch das Vogelsymbol von den Steinen vorhin, ne? Was auch immer das jetzt bringen soll, ich weiß es nicht. Ist hier vielleicht irgendwas Besonderes auf der Lichtung, auf dem Weg, wie auch immer? Sieht aber nicht so aus. Ich guck mal einfach mal alle Blumen an. Sieht aber nicht so aus. Sieht aber nicht so aus. Aha. Nach unten. Okay, hier ist einfach so ein Bruchstück. Blablabla. Dafür Stück 1 aufgenommen. Gut. Leichte Rüstung aufgenommen. Aurastein. Okay. Also das nehme ich ja so als einen dicken Widerstand. Jetzt scheint ja beide erste Kampf zu kommen, ne? Was? Ein Mensch. Ein Mensch. Da oben rechts ist ja was ich anscheinend was ich aufnehmen kann. Guck mal, Hase, geh weg. Wieder ein Ava-Sirup, ein Äther, nenne ich das jetzt einfach mal das Ding.